Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10 von Let's Play The Whispered World. In der letzten Folge haben wir hier einiges geschafft und Spock hat eine neue Form bekommen und kann jetzt auch als Feuer-Spock Sachen machen, was ganz interessant ist. Wir konnten auch in der Höhle das Spinnennetzwerk machen, endlich, nachdem wir da so lange dran rumgepopelt haben und es irgendwie nicht geklappt hat. Wo ist Spock eigentlich? Ach da, hinter uns. Was mir halt aufgefallen ist in der letzten Folge, häufig kann ich ja so schauen, einfach mit der Leertaste, was es alles zu sehen gibt. Das habe ich in der Höhle nicht gemacht. Das heißt, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Das würde ich versuchen. Und wir haben noch zwei Formen von Spot, die wir nicht ausprobiert haben in der Höhle. Wobei es halt für mich am nächsten liegt, dass das halt mit der Feuerform auch irgendwie am meisten was mit Licht zu tun hat. Deswegen, weiß ich nicht. Aber wir können ja einfach mal probieren. Auf jeden Fall, ich denke, da ist dieses neunäugige Monster-Dings drin, weil es halt neun Augen hat und die Steinbrüder von neun... Okay, wir haben nur das hier, wo wir schauen können. Tja, also ich hatte gedacht, vielleicht wäre hier noch irgendwas, wo wir schauen können. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Hallo? Ist da jemand? Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Wir können nochmal durchprobieren mit allem. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange... Ja, wir haben Spot in der Feuerform ausprobiert, aber auch nicht hier drauf. Komm mal ein bisschen näher, Spot. Ich kann kaum was erkennen. Kannst du nicht heller leuchten? Doch, ich glaube, wir haben es darauf. Dann haben wir Spot in der Normalform und in der Kugelform noch. Los, Spot, du gehst vor. Und wir haben halt noch... Blöde Raupe. Was bist du nur für ein Feigling? Und das musst gerade du sagen. Wir haben halt auch noch andere Sachen im Inventar, aber halt, das erscheint mir nicht wirklich logisch, warum es dadurch hell werden würde. Na, mal sehen. Oh Gott, nein, nicht verfüttern. Was? Die Augen waren ja schon gruselig, aber das hier? Ich habe mich überhaupt nicht geschält. Schell und Seil, oh Gott. Die Augen waren ja schon gruselig, aber das hier? Was ist das nur? Eine Art Laterne? Weil eigentlich wurde uns ja gesagt, wir würden irgendwas tief im Wald... Es scheint fest an der Wand verankert zu sein. Ein Seil kann man immer gut gebrauchen. Dann nimm's mal mit. Was er hier unten wohl gemacht hat? Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Was ich nicht verstehe, ist, warum Spot in der Kugelform funktioniert hat, aber nicht in der Feuerform. Können wir vielleicht das Dings hier kappen? Ich sollte nicht gleich alles zerstören, nur weil ich es nicht verstehe. Wenn es so wäre, hätte ich viel zu tun. Aber es wäre irgendwie, ich würde das gern mitnehmen, wenn es geht. Das ist ganz cool. Oh Gott, die Augen folgen uns. Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist und wie man es benutzt. Ich probiere nur mal so ein bisschen rum, ne? Ich stelle fest, dass ich... Ich stelle fest, dass ich... Wir könnten noch mal Spot in seinen verschiedenen Formen draufwerfen. Was denkst du, was das ist, Spot? Weißt du überhaupt mal irgendwas? Hallo, Spot hat inzwischen mehr geleistet als irgendjemand sonst. Los, Spot, du gehst vor. Was ist? Blöde Raupe, was bist du nur für ein Feigling? Hallo? Los, Spot, du gehst vor. Was? Blöde Raupe, was okay, bist du nur für ein das Feigling? Das scheint auch alles nicht zu funktionieren. Wir haben aber jetzt ein Seil. Aber halt, wofür brauchen wir das Seil? Das andere ergibt nicht wirklich Sinn hier, ne? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wir könnten versuchen, die Mütze drüber zu stülpen, aber halt, warum? Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist und wie man es benutzt. Hey. Dann würde ich jetzt... Ich weiß halt nicht, ob wir die Laterne mitnehmen müssen oder nicht, oder ob es reicht, dass wir das da unten gesehen haben und jetzt das Seil haben.
Weil sonst würde ich halt einfach mal schauen, wo wir doch die Sachen herbekommen, die wir für den Kanonenrohrtrick brauchen. Weil die Bomben haben wir schon. Die Hose können wir vielleicht als Fallschirm benutzen, wenn wir das zunähen können irgendwie. Können wir damit irgendwas machen? Nein, ich will mit den Dingern nichts zu tun haben. Immer noch nicht, okay. Bombe, Fallschirm. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut. Oh Mann, wie ich diesen Trick hasse. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Vielleicht können wir das Seil irgendwie mit der Hose in Verbindung bringen, dass das irgendwie zuhält, oder? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die bei der man sowas bleiben lässt. Nein, keine Ahnung. Das eignet sich wohl kaum als Lunte. Es ist zu feucht. Als Lunte? Aber, also es eignet sich nicht als Lunte, weil es zu feucht ist. Könnten wir das vielleicht hier irgendwie anzünden? Geht sowas? Cedric, manchmal... Ach was, wirklich? Weil ich meine, was wir natürlich immer noch haben, ist die Petroleumsuppe. Ich meine, Petroleum zündet der schon ganz gut und in dem Baum riecht es auch nach Petroleum. Also wir könnten mal schauen, ob wir davon irgendwie was mitnehmen können inzwischen oder ob wir das Seil da eintunken können. Gute Idee. Endlich ist die Petroleumsuppe mal zu etwas Nutze. Mal abgesehen davon, dass sie die Wölfe fernhält. Können wir es jetzt da dran machen? Das getränkte Seil wäre eine hervorragende Lunte. Passt. Ups, ich wollte eigentlich drüber sprechen. Wenn ich das alles schaffe, fresse ich Opas Hose. Das haben wir also. Ich meine, wir können ja mal schauen, ob wir das irgendwie mit dem Baum kombinieren können. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Dann hätten wir das Kanonenrohr und die die Bomben. Und ich meine, wenn wir das mit nach oben nehmen können über die Zündschnur, dann könnte natürlich Spot das einfach anzünden. Ich weiß aber halt nicht, ob die Hose als Fallschirm ausreicht oder ob wir da... Ach so, ja, wir müssen hier rein. Oder ob wir da noch irgendwas zusätzlich machen können. Das kann natürlich auch sein. So. Schauen wir mal. Vielleicht... Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Vielleicht könnte ich die Hose als Fallschirm benutzen. Aber wenn ich einfach so von hier abspringe, würde ich es nicht einmal zum See schaffen. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Können wir mit der Mütze noch irgendwas machen? Vielleicht das Pfropfen. Um dieses Loch zu verstopfen, ist die Mütze einfach nicht fest genug. Wir müssen die Mütze irgendwie fester machen. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und einen Fallschirm und... Oh je, ich muss lebensmüde sein.
Das scheint ganz gut voranzugehen hier. Vielleicht können wir heute noch fliegen. So rum wird das nichts. Nehmen wir es erstmal raus. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Kann Spot das für uns mal zünden? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Geh mal bitte wieder runter. Ich will in die Pfütze damit. Okay. Geh vielleicht mal ein paar Schritte hier rüber. Ah, tatsächlich. Die Bomben liegen schon da. Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Und jetzt nichts hier raus hier. Hoch. Ich wechsle gerade mal Spot auch in das andere Ding, nicht, dass wir uns versehentlich verbrennen. Nun aber schnell. Schnell, Spot, komm her. Es geht los. Oh je. Nimm den Fallschirm. Nimm den Fallschirm. Den Fallschirm. Oh. Er denkt dran. Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit. Nicht, dass er versehentlich loslässt. Das hieß Dings wieder. Was? Wo bin ich? Oh nein, nicht schon wieder dieser Traum. Bin ich etwa eingeschlafen? Du warst nie wacher als jetzt. Wie meinst du das? Was willst du von mir? Ich will, dass du deine Bestimmung erfüllst. Diese Welt muss durch deine Hand zerstört werden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Im Gegenteil, hörst du? Wehre dich nicht dagegen. Sonst wirst du zusammen mit dieser Welt zugrunde gehen. Nein, du lügst. Das ist alles nur ein Traum. Ich will, dass es aufhört. Ich will aufwachen. Ja, Sedgwick, es ist an der Zeit. Erwache! Kapitel 2. Autsch. Was? Wo bin ich? Augenscheinlich bin ich schon auf der Insel gelandet. Und das ohne mir dabei das Genick zu brechen. Es muss eine extrem langweilige Landung gewesen sein. Ich habe sie vollkommen verschlafen. Wie spät es wohl ist. Hey, du da! Hallo, mein kleiner Freund. Was ist denn das für ein Kostüm? Bist du etwa ein Clown? Ich bin Schausteller. Also ein Clown. Was verschlägt denn einen Clown wie dich an diesen freudlosen Ort? Ich muss Kalida finden. Kalida? Nun, du hast sie gefunden. Wie meinst du das? Bist du etwa Kalida? Ich? Nein, aber ich bin ein Teil von Kalida. Ich verstehe kein Wort. Man muss nicht immer alles verstehen, um richtig zu handeln. Musst du unbedingt in Rätseln sprechen? Ich brauche wirklich dringend Hilfe. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Muss das nicht jeder von uns? Die einen, indem sie etwas tun, die anderen, indem sie etwas bleiben lassen. Ja, mag sein. Aber ich muss es wirklich tun. Nicht auf so eine metaphorische Wischiwaschi-Art. Nicht auf so eine metaphorische Wischiwaschi-Weise. Da hat er recht. Ich muss nach Corona. Zum Schloss des Königs. Egal, woher du kommst. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Von dieser Insel aus führt kein Weg weiter. Dann hat Shana mich in eine Sackgasse geführt? Na wunderbar.
Und was mache ich jetzt? Ich sehe, dass du voller Sorgen bist, kleiner Mann. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Suche. Kalida zu wecken ist nicht ungefährlich. Vielleicht wird sie dir am Ende helfen, die Insel zu verlassen. Aber bedenke, dass auch du ein Teil von ihr bist, solange du hier verweilst. Was? Wir sind jetzt auch ein Teil von Kalida. Warte noch. Wie meinst du denn das alles? Hallo? Kalida ist Ich habe da das ganz miese Gefühl, dass die Suche nach Kalida länger dauern könnte. Ist vielleicht so eine Gemeinschaft oder so? Flug mit Kanone. Yay! Oh, was wir hier alles anschauen können. Guck mal an. Was sind das nur für Blasen im Wasser? Gibt es hier heiße Quellen oder so? Können wir auch einen Heißwasserspot haben? Du könntest zurückschwimmen und Hilfe holen. Na los, worauf wartest du? So war das nicht gemeint. Zurückschwimmen steht ganz unten irgendwo zwischen Freitod und Weltuntergang abwarten. Ich bevorzuge stilles Wasser. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. So eine Stimmungskanone, wirklich. Gute Nacht, Mama. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Gucken wir da mal. Vielleicht. Hier hat wohl schon lange keine Flagge mehr geweht. Keine Chance. Der Mast ist zwar morsch, aber ich bin auch schwach. Können wir da eine... Haben wir irgendwas noch dabei? Wir haben ein komplett leeres Inventar. Ach stimmt, wir haben auch alles aufgebraucht eigentlich, ne? Vielleicht... Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Ohren im Wasser. Vielleicht war dieser Fisch Kalida. Dazu bräuchte irgendjemand fünf Hände. Ich bin mit meinen zwei ja bereits überfordert. Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Ich finde es auch so raus. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Er sagt bei den Kerzen das gleiche wie bei den eben. Vielleicht können wir die auch auspusten. Gute Nacht, Mama. Jetzt ist es komplett dunkel. Gehen wir hier nochmal eins weiter. Oh, wie schön. Ich hoffe, wir machen das Richtige, wenn wir hier die ganzen Kerzen auspusten. Ich meine, gut, wir können es mit Feuerspot wieder anzünden später. Geh mal da hoch. Lassen die vielleicht mal an, nicht, dass wir es am Ende doch... Wie soll man die denn bloß läuten? Das Glockenseil fehlt. Wir haben auch kein Seil, ne? Nee. Hier sind kleine Hütten, wo man reingehen kann. Also wir können bis dahin auf jeden Fall mal. Okay, da oben geht's auch noch weiter. Also es ist halt wirklich so in den Stein gehauen anscheinend, das Dorf. Ist echt schön eigentlich. Ja, also ich denke mal, dass wir wahrscheinlich an irgendeinem Punkt die ganzen Kerzen auspusten könnten. Ich weiß halt nicht, ob das gerade gut ist, wenn man sie auspustet oder nicht. Deswegen würde ich vielleicht erst mit den Leuten hier sprechen, wenn hier Leute sein sollten. Was ich doch mal hoffe, weil es ein Dorf ist. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Weil ich weiß, wenn ich jetzt hier anfange, dann sind das ja manchmal wirklich so Gespräche, die irgendwie 10 Minuten lang gehen oder so. Von daher schauen wir dann nächste Folge mal. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir die zweimal hier auf die Insel bekommen haben. Und mir gefällt das hier sehr gut, wie das so aussieht. Und ja, gut. Dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!